Willkommen beim kleinen Infovideo auf der PlayStation 4 mit einer kleinen Umfrage bzw. ein kleines Infovideo zum Thema Roleplay. Ja Leute, ihr seht gerade im Hintergrund DayZ am Laufen und da kommen wir direkt zum Thema. Wollt ihr DayZ-RP sehen oder wollt ihr GTA Roleplay sehen? Weil wir zurzeit ziemlich viel DayZ spielen. Auch alle uns beziehungsweise auch von der Moderator Crew, also von uns Leuten halt und von Panda natürlich auch die Leute, die spielen auch ab und zu, also beziehungsweise halt ab und zu ziemlich oft hier auf dem Server drauf. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir der CRP machen, weil hat ziemlich viele Vorteile halt, zum Beispiel mit den Autos, die kann, musste betanken, und Köder, dies und das und jenes, und man kann Feuer machen, wie man da gerade im Hintergrund sieht. Man muss grillen, man muss auf sein Essen trinken achten. Man kann die Spieler nur in der Nähe hören, die gerade auch wirklich in der Nähe sind. Man kann die Leute hören, die in-game reden, und man hat Funkgeräte, alle drum und dran. Das wäre perfekt fürs RP, besser als wie GTA, weil man hat ja in GTA, man hört die ganze Lobby nur, beziehungsweise die einzigen Spieler nicht. Und ist halt jetzt meine Frage, wollt ihr DayZ-RP sehen, beziehungsweise folgen oder Livestreams? Ich denke mal, erstmal Livestreams kommen demnächst mal. Oder wollt ihr mehr GTA Roleplay sehen? Weil wir sind wirklich am Überlegen, ob wir mehr DayZ-RP machen, weil das macht mehr Bock und mehr Fun. DayZ-RP wie in GTA Roleplay. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Und ich bin wieder raus. Eure Mustang Kitty 2016. Peace out. Also, PS. Panda wird noch verlinkt. Ja, und in der Videobeschreibung genauso wie ja Pau auch. Ihr könnt ja gerne mal bei beiden Kanälen vorbeischauen. Beziehungsweise bei denen auch mal ein kostenloses Abo da lassen. Kostet ja nichts, ne? Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann. Ich bin raus. Eure Mustang Kitty. Peace out.